wir? Also den Bonus, den spare ich mir jetzt erstmal. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Tut mir leid, Darth Minax. Ich hatte die Codes eingegeben, aber die Schlösser hatten wohl eine Fehlfunktion. Die halbe imperiale Armee ist hier und die Republik dringt dennoch ein. Sicher die Waffe! Ihr habt die Entwickler des Sperrers bei dem Rest des Haufens gefunden, den ihr befreit habt, nicht wahr? Erbärmliches, idiotisches Republikglück! Ihr seid zu blind, um zu realisieren, dass ihr bereits verloren habt. Balmorra ist frei. Die Republik hat gewonnen, oder? War es auf Sobrek? Das zerstörte Gorinth-Gefängnis vielleicht? Dieses Geschwür von einer Insel, die ihr Käferstadt nennt? Balmorra gehört zum Imperium. Der Sperrer wird nur alle Zweifel daran ausräumen. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Vielleicht erkennt ihr jetzt, warum. Okay. Bitte komm, Dr. Kasiri. Sind alle da? Wir sind hier, Commander. Darth Minax und die anderen Imperialen sind tot. Der Sperrer ist bereit für euren Stift. Ausgezeichnet. Setzt den Sperrerstift ein, um die Kontrolle zu erlangen. Ich schicke eine Bergungsmannschaft, um die Operation zu übernehmen. Übernehmen? Aber der Sperrer ist eine Bedrohung für ganz Balmorra. Er muss zerstört werden. Ihr wisst das! Das Imperium wird nie wieder die Kontrolle über den Sperrer erlangen. Das Imperium war nie das Problem. Der Sperrer selbst hat das alles angerichtet. Eine Flotte zu zerstören kostet jedes Quäntchen Energie, das ein Planet hergibt. Solar, Geothermik, Hydro. Wenn es ein Teil von Balmorra ist, dann treibt es den Sperrer an. Er wird den Planeten als leere Hülle hinterlassen. Mit nichts darauf, was sich zu verteidigen lohnt. Das Imperium wollte den Sperrer um Balmorra auf ewig zu halten. Jetzt erkenne ich, dass die Republik dasselbe will. Commander Madin hat uns angelogen. Ist das wahr, Commander? Was immer ihr auch angenommen habt, Doktor. Ich habe klargemacht, dass wir die Kontrolle über den Sperrer erlangen müssen. Ihr habt aber nie gesagt, dass die Republik plant, ihn zu benutzen. Glaubt ihr wirklich, dass wir etwas zerstören würden, das ein zweites Telos, Taris oder Coruscant verhindern kann? Millionen Leben retten und der Republik einen Sieg garantieren? Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Das kann ich spüren. Ich weiß, dass der Preis hoch ist, aber der Sperrer könnte sicherstellen, dass die Republik diesen Krieg gewinnt. Wir müssen ihn beanspruchen. Naja, ich spiele helle Seite, also. Wir können nicht einen Planeten opfern, um einen anderen zu retten. Verdammt! Ist euch nicht klar, was ihr da tut? Ihr gebt dem Imperium eine zweite Chance. Aktiviere die Selbstzerstörungssequenz. Na, da wollen wir mal. Der Energiekern des Sperrers wird überladen. Wir müssen evakuieren. Okay. Das nächste Mal überlasse ich solche Abenteuer einem Profi. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Danke.
Ja, okay, gut. Brauchen wir jetzt noch kämpfen, wenn man einfach vorbeilaufen kann? Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Sprich mit Commander Martin. So, wo ist der Roboter, der normal ja Kieferstadt spricht? Von dem würde ich jetzt was zu hören kriegen. Ne? Was war ab, Leute? Der macht mich lang. Der macht mich jetzt lang. So, warte mal. Bevor ich jetzt irgendwie was mache, willkommen. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufslizenz. Kommt heil wieder. Oh, die Lizenz interessiert mich eigentlich nicht. Ein gutes Labor, aber sehr vernachlässigt. Ich sollte Holiday beauftragen, hier alles umzugestalten. Die Imperialen haben immer noch Lager hier. Wir brauchen zwei Trupps oben auf der Gorinth-Ebene. Ihr seid zurück. Wir sind gerade dabei, die Truppenstationierung abzuschließen. Das Imperium ist besiegt, aber sie greifen auf ihrem Rückzug an. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ihr angerichtet habt. Wenn wir den Sperrer hätten, könnten die Imperialen keinen Schuss mehr feuern. Das Imperium muss sich von Balmorra zurückziehen. Das war unser Ziel. Jetzt, wo der Sperrer zerstört ist, wird sich das Imperium einfach einen anderen Planeten suchen. Und wir können nichts dagegen tun. Wart ihr dabei, als das Imperium Coruscant angriff? Sie kamen aus dem Nichts. Und wir konnten nichts dagegen tun. Als das Imperium Balmorra eroberte, habe ich mir geschworen, dass das ein Ende nehmen muss. Kann man mir das zum Vorwurf machen? Wer das tut, wird ebenso schlecht wie die, die er bekämpft. Ich weiß. Kriege wurden noch nie schnell und einfach gewonnen. Ich war ein Narr zu denken, dass es diesmal anders sein könnte. Ich bin froh, dass ihr die Entscheidung treffen musstet und nicht ich. Wenn man sein ganzes Leben lang kämpft, kann man leicht vergessen, wofür. Ihr habt den Sperrer gesichert, das Gorinth-Gefängnis gestürmt und Sobrek befreit. Die Republik steht tief in eurer Schuld. Das Imperium muss lernen, dass es unabhängige Planeten nicht einfach einnehmen kann. Balmorra war eine gute Lektion. Wenn der Krieg ausbricht, wird die Republik bereit sein. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber Balmorra ist frei. Und das zählt. Ich wünsche euch viel Glück. Na boah. So, jetzt ist ja, warte mal. Nee. Ja, Lockpick will ich doch. So, ja. Ja, jetzt ist auch die Klasse übrig. Planetenklasse ist damit also beendet. So, dann flitzen wir nochmal schnell darüber. Aber warte mal, wo ist dann der beste Weg? Tai trifft sich gerade mit seinem Bürgerkomitee. Sie wollen die Einsetzung ihres neuen Präsidenten mit ansehen und dem Widerstand zujubeln. Darth Lakris hat zuletzt gelacht. Hier ist er, unser edler Präsident. Einsam. Fort. Alle. Wer?
Genug. Genug. Der ist ja ein klein wenig neben der Spur. Keine Angst. Ich bin ein Jedi-Meister. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Sterne. Überall. Blind. Nein. Zu viel. Die Folter durch die Imperialen hat ihn gebrochen. Er kann sein Amt nicht übergeben. Lacris wusste das. Nein. Das Imperium darf nicht gewinnen. Wir müssen das in Ordnung bringen. Alles klar, probieren wir das Schutzritual mal. Ich kenne eine Technik, die jenen hilft, die von der Finsternis in den Wahnsinn getrieben wurden. Dann versucht es damit. Nicht sein. Kann nicht. Geht weg. Das hatte ich befürchtet. Er ist mehr als nur geschädigt. Er ist gebrochen. Die Industrie hat medizinische Technologie gespendet. Unter anderem ein Rückenmarksimplantat, das Hirn- und Muskelfunktionen übernimmt. Er könnte vernünftig reden, Dokumente unterschreiben. Aber die Technik ist noch nicht ausgereift. Es würde nicht lange halten und ihn womöglich umbringen. Aber Tai wird an der Macht sein. Und ich glaube nicht, dass der Präsident so leben wollen würde. Ich will nicht, dass Tai aufgrund eines Tricks Präsident wird. Wenn die Balmoraner nach allem, was wir erlitten haben, Präsident Galte so sehen, drehen sie durch. Und dann wird Tais Präsidentschaft scheitern. Aus. Vorbei. Wenn Balmorra eine große Zukunft haben will, muss es sich seiner Vergangenheit stellen. Wenn ihr euch irrt, ist alles verloren. Hoffentlich könnt ihr das verantworten. Wir haben von Darth Lacris Tod gehört. In Sobrik gibt es bereits einen Bürgeraufstand. Die Besatzung ist so gut wie vorüber. Sir, ich bin sehr froh, euch wiederzusehen. Ich war viel zu lange im Exil. Leia, alle jetzt gehen fort. Oh. Sir, ich bin's, Tai, euer Handelssekretär. Was hat er denn? Sein Geist ist durch die Folter unwiederbringlich zerstört worden. Nein, das kann nicht sein. Er ist doch unser Anführer. Die Gräueltaten des Imperiums. Genau deshalb dürfen wir niemals aufhören, es zu bekämpfen. Präsident Galte ist seine Sinne nicht mehr mächtig. Ihr seid nun der höchste Staatsbeamte, Tai, und müsst sein Amt übernehmen. Ich wollte nicht, dass es auf diese Weise geschieht. Tai Corden, wir, eure Mitbürger von Balmorra, bezeugen, dass ihr ins Amt des Präsidenten aufgestiegen seid. Ich schwöre, dass ich meine Pflichten mit Ehre, Anstand und Anteilnahme erfüllen werde. Für Balmorra. Es kommen schwierige Zeiten auf euch zu. Seid euren Leuten ein Beispiel und führt sie gut. Als erste Amtshandlung habe ich ein formelles Gesuch zur Aufnahme Balmorras in die Republik verfasst. Möchtet ihr in diesem historischen Moment noch etwas sagen, Jedi? Ach Gott. Ihr alle steht an der Schwelle eines Neuanfangs. Für Balmorra und für die Republik, die euch mit offenen Armen empfangen wird. Und ich hoffe, dass der Jedi-Orden immer Teil eurer Zukunft sein wird. Ich habe auf eurem Schiff noch ein paar geschäftliche Dinge zu erledigen, bevor ich gehe, Jedi. Und dann gibt es noch etwas, das wir drei unter uns besprechen müssen. Zenith, ihr solltet dabei sein. Benutze das Intercom deines Schiffs. Gut, das sollen wir dann noch machen und dann ist der Part zu Ende. Geht auch schon wieder viel zu lang, das Ding, aber ist egal.
So, Intercom von meinem Schiff. Wo war das überhaupt nochmal? Ah ja, da hinten. An der Wand. Da. Eine beachtliche Leistung. Balmora könnte sich keinen besseren Anführer wünschen. Hier, Jedi, ich autorisiere Thais bitte um eine Mitgliedschaft in der Republik. Hey, Thai! Ihr solltet gleich mal an einem Erben arbeiten. Präsidenten haben doch Erben, oder? Wisst ihr, Nadja, ich werde euch wirklich vermissen. Der Jedi hat seine Belohnung, Thai. Balmora ist in der Republik. Ich will jetzt einen Sitz in der Regierung. Ja, ein Politiker? Ich kann mich euch nur schwer am Schreibtisch und beim Wahlkampf vorstellen. Ich bringe frische Ideen mit. Tut mir leid, Zenith. Ihr habt eure Loyalität bewiesen, doch ich werde euch nicht in meiner Regierung aufnehmen. Um Balmora wirklich zu befreien, müssen wir die Vorstellungen loswerden, die das Imperium uns aufgezwungen hat. Ihr habt zu viel von ihnen gelernt. Sein ganzer Einsatz für eure Sache muss doch belohnt werden. Er ist immer noch ein Verbündeter und wird sicher nicht mit leeren Händen gehen. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Ich brauche einen Verbindungsmann für Balmora und die Splitterallianz. Es ist gerade eine Stelle frei geworden. Ihr hättet politischen Einfluss und könntet mich bei meinen Entscheidungen beraten. Nur nicht auf Balmora. Ist das annehmbar? Der Jedi denkt langfristig, trifft harte Entscheidungen. Könnte funktionieren. Ich bin sicher, eure Fähigkeiten und eure Erfahrung werden uns weiterhin gut dienen. Klar, schließlich ziehen Jedi Kämpfe an. Ich habe tausende neuer Kampfdroiden für die Republik bestellt. Wir bleiben über Holo in Verbindung. Balmora wartet. Mein Planet und ich werden niemals vergessen, was ihr beide getan habt. Danke. Verzeihung, könntet ihr uns für einen Moment entschuldigen? Jedi, ich habe etwas unter unserer Kommunikationsanlage gefunden. Hier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hat Taran das installiert? Laut der republikanischen Datenbank handelt es sich dabei um ein imperiales Überwachungsgerät. Nur jemand an Bord könnte wissen, wo man es anbringt. Oder? Wenn uns jemand hintergehen würde, hätte ich das gefühlt. Vielleicht, aber ich dachte nur, ihr solltet es wissen. Ich habe es deaktiviert, als ich es entfernt habe. Also müsste jetzt alles sicher sein. Das ist nicht unser einziges Problem. Ich fasse mich besser kurz. Was wisst ihr von einer Welt namens Quash? Eigentlich gar nichts. Viel zu wenig, fürchte ich. Quash ist ein umkämpfter Planet mit riesigen Vorkommen wertvoller Chemikalien. Die Splitterallianz hat dort eine Forschungsanlage gebaut, die Attis-Station. Die Station hat beeindruckende Heiltechnologien entwickelt und auch ein paar neue Waffen. Aber wir haben den Kontakt verloren und imperiale Truppen wurden in der Nähe gesichtet. Die anderen wollten nicht, dass ihr es erfahrt. Danke, dass ihr mir diese Informationen gegeben habt. Sie diskutieren immer noch darüber, was am besten zu tun sei. Wird das der Republik nicht ständig vorgehalten? Die Attis-Station beherbergt die klügsten Köpfe der Splitterallianz und die Technologie und die Waffen, die sie dort entwickelt haben, dürfen nicht dem Imperium in die Hände fallen. Wie war die Situation, bevor der Kontakt zur Attis-Station abbrach? Sie haben eine ganz normale Statusmeldung geschickt. Dann hörten wir von imperialen Soldaten in dem Gebiet. Das war's. Das werden wir ja sehen, wenn wir dort ankommen. Nicht wahr, Jedi? Wir? Junge Lady, du wirst keinen Fuß auf Quash setzen. Das ist viel zu gefährlich. Aber Vater, die Attis-Station wurde mit der Technologie unserer Welt erbaut. Wenn jemand die Verteidigungsanlagen benutzt, komme ich trotzdem rein. Wenn euch etwas zustoßen würde, könnte ich mir das nie verzeihen. Ihr müsst mich nicht beschützen, das verspreche ich. Konzentriert euch einfach darauf, die Station und unsere Wissenschaftler zu retten. Wie du willst, Nadja.
Anscheinend brauchst du keine Lektion in Verantwortung mehr. Dann steht es fest. Sobald ihr auf der Oberfläche von Crash seid, melde ich mich bei euch. Wenn unsere Station auch nur einen Kratzer hat, werde ich diesen Imperialen eine Lektion erteilen. Alles klar. Gut. Dann beende ich jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, dass ich soll wieder dabei. Bye, bye.